Mein Name ist Jürgen Dotzauer, ich bin vom Beruf Metallblasinstrumentenmachermeister und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man ein fürs Blechhorn richtig pflegt. Dazu brauchen wir als erstes mal natürlich ein fürs Blechhorn, etwas Wasser, Spülmittel oder unseren speziellen Super-Innenreiniger, ein Spiral-Innenreiniger, eine Mundstückbürste, eine Lackpolitur oder eine Metallpolitur, Stimmzugfett, unser Mikrofasertuch und einen ganz normalen, gewöhnlichen Baumwoller. Als erstes nehmen wir bei dem fürs Blechhorn das Mundstück raus und ziehen den Stimmzug auch raus, legen den mal ab. Danach nehmen wir unser Spülmittel oder unseren Spezialreiniger. Ich nehme gerne unseren Spezialreiniger, weil der auch noch ein bisschen Kalk innen am Instrument ablöst. Ein bisschen weich. Das Wasser sollte übrigens 30 bis 40 Grad warm sein, bitte nicht wärmer. Befüllen dann das Ganze. Und drehen das Horn dann durch in die Stimmzüge, sodass das Wasser komplett durchläuft und das Leder nicht zu nass wird. Ein bisschen das Leder abtrocknen lassen und Wasser, ein bisschen Wasser im Horn stehen lassen. Und etwa 10 Minuten liegen lassen. Ungefähr nach 10 Minuten gehe ich her und nehme meinen Spiralreiniger. Und bürste dann etwa die ersten 30 cm. Bitte nicht weiter wischen, weil sollte der Spiralwischer drin stecken bleiben, wird es sehr schwierig, ihn rauszuholen. Außerdem ist der meiste Schmutz sowieso nur in den ersten 30 cm. Der restliche Schmutz ist eigentlich zu vernachlässigen. Wenn Sie innen hier Flecken haben, hartnäckige Kalkflecken auf dem Lack, dann haben wir hier wirklich ein ganz tolles Mittel von La Tromba, die Lackpolitur. Tragen Sie hier auf und mischen dann mit unserem Mikrofaser schon einmal drüber. Und schon sind diese ganzen Flecken weg. Für das Polieren von unlackierten Instrumenten brauchen wir unser Unipol. Haken hier relativ wenig von der Creme auf die Oberfläche und verreiben das Ganze so schnell es geht mit einem einfachen Baumwolllappen. Wie Sie sehen, hat man dann nach Kürze schon wieder einen recht guten Effekt erzielt. Wenn ich möchte, kann ich dann noch ein bisschen was nachholen, je nachdem, was für Flecken da drauf sind. Das Wichtige ist Schnelligkeit, schnell polieren, nicht unbedingt fest aufdrücken, sondern richtig schnell polieren, so dass es schnell geht. Und dann bekommen Sie eine wunderbare Oberfläche dann wieder hin, dass Sie sehen können. Natürlich darf man auch das Mundstück nicht vergessen und dafür haben wir die Mundstückbürste. Einfach mal hier reinfahren und dann werden Sie schon sehen, vielleicht einfach mal durchgucken, ob dann das Ganze dann sauber ist. Den Stimmzug, dann nehmen wir einfach nochmal unseren Spiralreiniger, fahren da ein paar Mal rein und raus und dann ist der auch sauber. Machen das alte Fett hier runter, geben dann neues Fett hier einfach drauf, braucht man nicht viel drauf zu geben. Nur der Stimmzug sollte regelmäßig gefettet werden, so dass er sich dann halt wirklich dann immer noch leicht bewegen lässt. Weil wenn der mal fest sitzt, ist er eigentlich kaputt, muss man ihn komplett erneuern und das kostet wieder Geld und muss nicht sein. Danach kann man das dann wieder zusammenstecken und Sie haben ein fertiges Horn, sauberes Horn. Diese ganzen Reinigungsmittel können Sie auch gerne auf unserem Internetshop unter der Seite www.musik-dotzauer.de auch gerne bestellen. Vielen Dank und viel Spaß weiterhin beim Jagdhornblasen.